Also wenn sie eins können, dann ist es beim Feiern gut aussehen. That's a baby freeze. Oh, pass auf, Bruder. Geht's. Also komm. Die Zeiten sind vorbei. Während Nico so tut, als täte ihm nichts weh, schnappt Butschi sich Sandrine. Weiß der inzwischen, was er will? Oder ist er immer noch am Recherchieren? Du bist jetzt auch in einem Alter, so denkst du über so Familienplanung und sowas? Ja, ich würde, also, wie soll ich dir sagen? Natürlich, ich will jetzt erstmal mein Examen schreiben und so. Was hast du mich gefragt, ob ich das mir vor... Also ja, ich wünsche mir das. Und was ist so dein Kinder-Optimalwunsch? So eins, zwei, drei? Also zwei wäre schon. Zwei, so. Ja, bei mir auch. Zwei, vielleicht drei. Aber finde ich toll. Finde ich wirklich, also, dass du auch dafür bereit bist, so. Mein Ex, also in der letzten Beziehung, der hatte schon ein Kind. Wie lange ist deine Beziehung? Noch nicht so lange, also ein knappes halbes Jahr. Wieso hat es nicht funktioniert, wenn ich fragen darf? Oder was war der Grund, warum? Genau der, dass, also der Hauptgrund, würde ich sagen, war der, dass er das für sich ausgeschlossen hat. Also, dass er gesagt hat, er glaubt, dass er das nicht mehr will. Also keine Kinder und nicht heiraten und solche Sachen. Ah, okay. Das war halt für mich so, wo ich gesagt habe, ja, okay, dann. Kommt für dich nicht. Ja, obwohl wir das halt. Also das ist auch der Grund, warum ich das immer so früh anspreche, beziehungsweise grundsätzlich. Da bist du bei mir richtig. Ja. Große Klasse. Dann bestelle ich direkt mal die Windeln, ne? Für mich ist es voll wichtig zu wissen, weil ich brauche mit niemandem eine Beziehung anfangen, der mir klipp und klar sagt von Anfang an, dass er das nicht möchte oder sich unsicher ist und so, dann ist mir das zu unsicher, weißt du? Mhm. Und für mich gibt es einfach, glaube ich, nichts Schöneres, wenn ich eine Frau an meiner Seite habe, die ich liebe und mit der ich Kinder planen möchte. Das ist dann meine Familie so. Und ich will ja, ich habe dir ja gesagt, für mich ist nur wichtig, glücklich zu sein. So, wenn du jetzt zum Beispiel mein Glück bist, dann ist es, wäre es schön. Ja, wir sind schon je, je näher wir uns kommen, desto ähnlicher sind wir uns. Ja. Und ich bin froh, dass sie hier ist und bei mir ist. Wir auch. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr.